Ich halte von Markus Söder gar nichts. Also was angepackt werden muss, ist tatsächlich das Migrationsthema. Ich sehe, dass diese Wagenknecht-Partei vor allem im linken Spektrum wildern wird. Ahoi, meine Lieben, willkommen beim Deutschlandkurier. Heute bei mir zu Gast Martin Sichert von der Bundestagsfraktion der AfD. Grüß dich, mein lieber Martin. Ja, hallo Oliver, hallo liebe Zuschauer. Martin, wir kennen uns schon einen Tick länger, deswegen duzen wir uns. Es soll heute primär um die kommende Wahl in Bayern gehen. Du bist ja ein Urbayer, ein Franke, kommst aus Nürnberg. Da kommen wir aber gleich zu. Vorab noch etwas Tagespolitisches. Und zwar, das betrifft dich, du bist ja auch gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der plant aktuell einen runden Tisch bezüglich Long-Covid, was immer das bedeuten soll. Was ist davon zu halten? Naja, es ist wichtig, dass man den ganzen, ich sage jetzt mal, auch Impfgeschädigten, die unter dem Motto Long-Covid jetzt laufen, dass die entsprechend Hilfe und Unterstützung bekommen. Aber dass sie es natürlich wieder versuchen, jetzt alles als Long-Covid zu verschleiern, spricht dafür, dass die Regierung weiter nicht bereit ist, die Corona-Zeit richtig aufzuarbeiten. Und ja, aber es ist gut, wenn den Betroffenen geholfen wird, wenn diese entsprechende Medikamente bekommen, wenn sie entsprechende Hilfestellungen bekommen. Das ist erstmal zu begrüßen. Hast du ernsthaft damit gerechnet, dass es zu einer vernünftigen Aufarbeitung kommen wird? Unter den jetzigen Mehrheitsverhältnissen nicht. Wir sehen, dass es langsam zur Aufarbeitung kommt. Im Landtag Brandenburg, im Landtag in Sachsen, wo Untersuchungsausschüsse laufen, weil wir als AfD da die entsprechenden Prozente haben. Aber ansonsten versucht man weiterhin den Mantel des Schweigens drüber zu hüllen, ganz besonders auf Bundesebene. Also sowohl die Union mit Herrn Spahn als auch die Ampelkoalition mit Herrn Lauterbach sind an keinerlei Aufarbeitung interessiert. Und ja, das muss sich spätestens nach der nächsten Bundestagswahl ändern. Viele Jungs und Mädels aus unserer Szene befürchten, dass es jetzt nochmal wieder von vorne losgeht. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Wie ist deine Prognose? Sie versuchen es auf alle Fälle. Also wir sehen ja jetzt schon, dass Lauterbach kommt. Lauterbach hat ja jetzt schon auch den Impfstoff angepriesen, als der Impfstoff schützt jetzt vor Ansteckung. Er versucht jetzt den Menschen auch wieder das Thema Maske schmackhaft zu machen. Wir sehen jetzt Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, der schon wieder Maskenpflicht im gesamten Gesundheitswesen gefordert hat. Wir sehen den Bruder des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der in der Uniklinik in Kiel Maskenpflicht in der Notaufnahme jetzt schon angeordnet hat und so weiter und so fort. Also sie versuchen jetzt wieder, nachdem sie mit dem Hitzeschutz gescheitert sind, nachdem sie mit den Affenpocken gescheitert sind, dass sie jetzt versuchen, wieder den Menschen Angst mit Corona zu machen. Und ich sehe das sehr bedenklich. Und da müssen wir wirklich auf allen Ebenen dagegen ankämpfen, dass wir nicht wieder so Situationen haben, wie wir sie vor einem oder vor 2 Jahren gehabt haben. Dann doch noch mal eine Nachfrage. Ich habe davon noch gar nicht gehört, von diesem neuen Superimpfstoff. Schützt er denn wirklich vor Ansteckung oder labert Lauterbach genau die gleiche Scheiße, die Spahn damals gelabert und er ja auch? Also man hat uns das ja damals schon erzählt, irgendwie ein Pieks und dann ist Corona vorbei und genau die Agenda verfällt jetzt Lauterbach auch wieder. Es ist ja in der Vergangenheit in Bezug auf Corona schon so viel gelogen worden. Da reiht sich das leider nahtlos ein. Wir sehen keinerlei Studien, keinerlei Daten, die irgendwas anderes besagen würden. Und man versucht den Leuten halt wieder das Zeug schmackhaft zu machen und möchte sie möglichst wieder sich, dass die Leute sich impfen lassen. Und ich kann ehrlich gesagt bei der Masse an Nebenwirkungen, die wir da jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, die über die teilweise auch schon in den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet worden ist, ja über die Massivität der Nebenwirkungen, ich kann jeden nur warnen, sich mit irgendwelchen mRNA-Impfstoffen impfen zu lassen, weil einfach bei diesen Stoffen das große Problem ist, dass die Dosis nicht entsprechend festgelegt ist, sondern dass kein Mensch weiß, wie viel der Körper dann tatsächlich aus dem, was er da an mRNA bekommt, an Spike-Proteinen produziert, inwieweit das Ganze den Körper überschwemmt. Wir wissen aus pathologischen Untersuchungen, dass bis zu 16 Monate nach der Impfung bei Menschen noch im Körper teilweise Spike-Proteine produziert worden sind. Das heißt, das Immunsystem unter einem Dauerfeuer, unter einer Dauerbelastung steht. Und dementsprechend kann ich jedem nur von diesen mRNA-Sachen abraten, weil es einfach ein unkalkulierbares Risiko für die eigene Gesundheit ist. Gut, wir kommen zum eigentlichen Thema der Bayernwahl. Du bist in Nürnberg geboren, sagte ich ja schon, ein Franke. Was bedeutet Bayern für dich, also das Bundesland, so vom Herzen her? Ja,
Also zuerst mal, sage ich mal so, Bayern ist ja sehr, sehr groß, und da verstehen sich die ganzen vielen verschiedenen Stämme in der Regel erstmal in ihrer eigenen Identität, die Franken als Franken, die Schwaben als Schwaben, ja, die Oberpfälzer und Niederbayern eben haben ihre eigene kulturelle Identität und die Altbayern auch. Und eigentlich ist Bayern schon sehr, sehr vielfältig, wenn man sich das so ansieht. Und man ist doch sehr heimatverbunden, auch in Bayern. Und die meisten Menschen lieben dort ihre Heimat und wollen diese auch erhalten. Aber es war nicht ganz die Antwort auf meine Frage, was Bayern dir bedeutet. Naja, So menschlich, also. jetzt so mal ganz menschlich gesehen. Jetzt nicht von der, abseits der Politik. Es ist schon für mich ja, es ist der Ort, wo ich herkomme. Es ist, wenn ich irgendwie eine Nürnberger Bratwurst rieche, wenn ich Lebkuchen im Winter rieche und sowas, dann habe ich immer schöne Kindheitserinnerungen. Also es ist ein Ort, der für mich sehr, sehr, sehr positiv besetzt ist. Heimat wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, Schon. Heimat. Wobei ich ja, ich muss sagen muss, ich bin vor 1,5 Jahren ja aus Bayern weggezogen. Ich empfinde mich inzwischen auch schon an der Nordseeküste als genauso heimisch. Aber das ist was natürlich, diese 42 Jahre in Bayern, die kann mir niemand nehmen. Das ist ein Stück Heimatgefühl, ein Stück Verbundenheit zu einer Region. Das wird bis an mein Lebensende anhalten. Das werde ich auch an meine Kinder weitertragen. Was hat dich an die Nordseeküste getrieben? Söder. Söder und seine verdammte Corona-Politik, weil es tatsächlich so war, er hat ja 2020 alles dicht gemacht. Ich habe 2018 und 2019 jeweils eine Tochter bekommen. Und dann 2020 kam man dann dazu, dass man gesagt hat, nein, totaler Lockdown, die Leute dürfen nur noch zum Einkaufen raus und zum Arbeiten. Und alles wurde verboten, Mutter-Kind-Turnen gab es nicht mehr, Spielplätze wurden geschlossen und so weiter und so fort. Und ja, ich hatte zwei kleine Kinder da zu Hause. Meine Eltern waren noch berufstätig zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Großeltern väterlicherseits fielen an der Stelle dann aus. Und meine Frau saß dann da zu Hause mit den kleinen Kindern 24 Stunden, 7 Tage die Woche, durfte nicht raus, außer zum Einkaufen und wenn man mal zum Arzt gegangen ist. Und der fiel natürlich total die Decke auf den Kopf. Und dann haben wir gesagt, bevor die Mutter und die Kinder psychisch krank werden, geht die Mutter zur Großfamilie mütterlicherseits, eben hier im Norden von Niedersachsen. Und das war mit die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben, weil es definitiv für die psychische Gesundheit sowohl meiner Frau als auch meiner Kinder elementar war. Ja, hier waren dann gleichaltrige Kinder, hier war Familienverbund, sodass man da eine relativ ungestörte Zeit für die Kinder realisieren konnte, ohne diese ganzen wahnsinnigen Maßnahmen so zu spüren. Und ich bin dann nach 2 Jahren, nachdem ich dann immer 650 Kilometer in Deutschland durch die Gegend gependelt bin, um dann meine Familie zu sehen, bin ich dann nach 2 Jahren Pendelei, bin ich dann umgezogen. Deine Frau ist ja eh eine interessante Person. Ich glaube, sie hat so türkisch oder iranische Wurzeln. Also so viel zum Thema Fremdenfeindlichkeit in der Ja, AfD. also sie ist Jesidin, und ihre Eltern sind aus der Türkei beziehungsweise aus Syrien, nicht aus dem Iran. Ja, okay. Ja, und mit Und türkischen meine Frau hat Wurzeln. tatsächlich auch drei Staatsangehörigkeiten. Okay. Bis ich sie kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass das auch geht, aber sie hat von ihren Eltern die türkische und die syrische und sie hat dann noch zusätzlich die deutsche, ist anerkannte Asylbewerberin. Tatsächlich eine von denen, die in den 90er Jahren Die wirklich war das, anerkannt die war worden ist, das. wegen Verfolgung. Ja. Und sie ist mit einer auch der stärksten Verfechterinnen dessen, dass man die doppelte beziehungsweise dreifache oder mehrfache Staatsbürgerschaft abschafft, weil sie ihre Staatsbürgerschaften nicht los wird, weil sie dafür als verfolgte Minderheit in die Konsulate der Länder gehen müssten, die sie verfolgen. Okay, spannend. Da du das Thema eben schon selbst aufgegriffen hast, möchte ich die Frage vorziehen. Und zwar, was hast du, oder nee, fragen wir erst nochmal ganz grundsätzlich, was hältst du vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, jetzt auch mal abseits von Corona? Ich weiß, du hast ihn ja mal die Hure der bayerischen Politik genannt. Ich halte von Markus Söder gar nichts. Ich kenne Markus Söder schon sehr lange. Ich war mal Anfang der 2000er in der FDP und habe da im gleichen Stimmkreis in Nürnberg-West wie Markus Söder für die Landtagswahl 2003 mal kandidiert. Kenne ihn daher schon sehr lange sehr gut. Und er ist durch und durch ein Populist. Also er ist ein Mensch, der keine wirklichen politischen Ideale hat, sondern der immer versucht, möglichst populistisch zu agieren. Und zwar nicht im Sinne des Volkes, sondern so, dass er
ich sag mal, schaut, was kommt eventuell bei den Leuten ganz gut an, was kann man machen, und dabei auch völlig brutal gegen Minderheiten vorgeht, was wir in der Corona-Zeit ja beispielsweise auch erfahren haben, wo in Bayern mit Markus Söder mit die schärfsten Regeln und Diskriminierungen von Ungeimpften stattgefunden haben. Er scheut sich dabei auch nicht, dreist zu lügen. Ich erinnere daran, dass er beispielsweise behauptet hat, dass es eine Pandemie der Ungeimpften wäre, dass deutlich mehr Ungeimpfte oder nur noch die Ungeimpften auf den Intensivstationen liegen würden und so weiter und so fort, wo wir dann festgestellt haben, erstmal, es gab gar keine Zahlen, und als man die Zahlen dann ausgewertet hat, hat man gesehen, nee, es ist ganz anders, es liegen deutlich überdurchschnittlich Geimpfte auf den Intensivstationen und eben nicht die Ungeimpften. Also er scheut sich auch nicht davor, wild Lügen zu verbreiten, wenn es seiner Agenda und seinem Kurs und seiner Macht nutzt. Und dementsprechend halte ich ihn für einen sehr gefährlichen Politiker für Bayern und für Deutschland. Dann erübrigt sich im Grunde schon fast meine nächste Frage, wie du so das Verhalten während der Corona-Jahre beurteilst. Da war ja anfangs Team Vorsicht, das hast du ja schon skizziert, um es mal zurückhaltend zu formulieren, Team Vorsicht. Und dann spielte er sich aber auch als der große Wiedereröffner aus. Nee, Markus Söder ist Auf. weder Team Vorsicht noch ist er der große Wiedereröffner. Markus Söder hat geguckt, was kommt bei den Leuten an, und in die Richtung geht er am brutalsten. Ich erinnere daran, er hat festgestellt, als er damals im März 2020 oder im April irgendwie so, da hatte mal im Münchner Flughafen, gab es da so ein ikonisches Bild, wo er dann irgendwie noch Masken und sonst was entgegengenommen hat und Schutzkleidung aus Asien, und dafür ist dann seine Popularität deutlich angestiegen, und dann hat er festgestellt, okay, mit harschen Maßnahmen, mit wir verordnen den Leuten allen Maske und sowas, kriegt man Popularität. Und damit hat er das Ganze massivst vorangetrieben. Er hat dann dafür gesorgt, dass die anderen dem alle nachgefolgt sind, weil sie auch eine ähnliche Popularität haben wollten. Und man hat damit eine massive Spaltung in der Gesellschaft herbeigeführt. Aber die war Herrn Söder völlig egal, weil es ihm um seine eigenen Interessen ging und darum, dass er möglichst populär und gut dasteht. Ja, hat dann auf Kosten derjenigen, die nicht unbedingt so begeistert von Masken gewesen sind und Desinfektionsmittel und was weiß ich was, die härtesten Regelungen überhaupt verhängt, die Familien gespalten, die Familien getrennt und so weiter und so fort. Und als er dann festgestellt hat, na, die Leute sind Corona-müde, war er dann auch wieder populistisch der Erste, der sich da auf den Zug gesetzt hat. Das heißt, ja, wann immer es Tendenzen dazu gibt, die Menschen einzusperren oder sonst was, und wieder irgendwo eine Angst bei den Menschen ausbrechen könnte, können wir wieder sicher sein, Markus Söder wird der Erste sein, der die Leute wieder einsperrt, weil er sich daraus dann persönliche Macht und Popularität erhofft. Du hast ihn jetzt gerade einen Populisten genannt. Ich verstehe natürlich genau, was du meinst, und das trifft es auch, wobei wir natürlich aufpassen müssen, weil wir werden ja auch immer als Populisten gebrandmarkt. Aber wir sind ja schon da weltanschaulich gefestigt und wir haben eine Linie und wir kippen eben nicht immer um. Und das ist der große Unterschied zu jemandem wie Söder. Genau, wir haben ein klares ideologisches Fundament. Die Leute können sich klar unsere Ziele und Positionen durchlesen und feststellen, wofür wir stehen. Und ich meine, Markus Söder ist genauso wie, ich sage jetzt mal, Karl Lauterbach und andere, die uns beispielsweise vor der letzten Bundestagswahl alle versprochen haben, nein, nein, es wird keine Impfpflicht geben. Und danach wollten dann 16 Ministerpräsidenten inklusive Markus Söder und der Bundeskanzler dann plötzlich die Impfpflicht haben, und sie sind alle um 180 Grad nach der Wahl dann gedreht. Und wir von der AfD halten einfach Kurs. Also bei uns können sich die Leute darauf verlassen, dass das, was wir ihnen vorher sagen, dass wir das auch nachher so umsetzen wollen und daran auch festhalten. Und da eben nicht wie das Fähnchen im Winde den Leuten vor der Wahl alles versprechen und danach wieder umkippen. Ich meine, wir sehen es am besten jetzt auch im Nachbarbundesland, in Hessen wird er jetzt dann demnächst auch gewählt. Und auch da haben wir den Nancy Faeser, die den Leuten alles verspricht, von wegen, ja, und selbst nicht kriminelle Clanmitglieder wollen wir jetzt abschieben und was weiß ich was. Wie ist die Bundesinnenministerin? Sie könnte es. Sie macht es nicht, sie will es nicht. Und das Das zeigt wollen ja noch deutlich. nicht mal wir. Das willst ja noch nicht mal du oder ich, irgendwelche Leute, die überhaupt nicht, die vielleicht Ärzte sind oder so, weil das sind ja riesige Familien. Da sind ja auch Menschen dabei, die ganz normal arbeiten. Die würden wir noch nicht mal wir abschieben wollen. Ja, sie macht einfach einen auf Populismus und versucht den Leuten jetzt Ja. irgendwas zu versprechen, wo sie hofft, das kommt gut an. Und wir wissen Sondern alle, das nach macht der man Wahl wird wieder hier. genau das Gegenteil passieren. Und auch in Bayern wird deutlich zu wenig abgeschoben, beispielsweise. Auch wenn Ja. Markus Söder immer so tut, als wäre er der harte Hund. Aber wir wissen, dass auch Bayern Hunderttausende Ausreisepflichtige hat, die nicht abgeschoben bzw. ausgewiesen werden.
Natürlich, und die sollten erst ausgewiesen werden, bevor man irgendwelche Clans in Gänze abschiebt, wo, wie gesagt, natürlich auch ganz normal arbeitende Menschen dabei sind. Daran sieht man ja auch, dass die irgendwie auch nicht alle beisammen hat, die Frau Faeser, weil überhaupt auf so eine Idee kommen, die Idee zu kommen, sowas Verfassungsfeindliches sich da auszudenken, da hätte sie auch irgendwas anderes Populistisches in unserer Richtung. Aber ist egal, das soll nicht unsere Sorge sein, ist ja gut, wenn sie Fehler macht. Was sind für dich in Bayern die ganz großen Probleme, die es als erstes anzupacken gilt? Beschränken wir uns mal auf die drei wichtigsten. Also was angepackt werden muss, ist tatsächlich das Migrationsthema. Das muss deutlich angegangen werden. Dazu gehören auch Grenzkontrollen, und zwar effektive, richtige Grenzkontrollen, echte Grenzkontrollen. Bayern hat ja eine sehr, sehr lange Außengrenze, sowohl zu Österreich als auch zu Tschechien. Und da muss einfach kontrolliert werden an der Grenze, wer da rein möchte und wer da reinkommt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sehen auf der anderen Seite auch, wenn es jetzt um die Landtagswahl geht, ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Bildung. Die Bildung in Bayern ist auch deutlich ja, schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten. Da muss wieder der Leistungsgedanke mehr in den Vordergrund. Wir sind in Deutschland nun mal kein Land, das von großen Rohstoffen oder sowas lebt. Wir leben von unserer Mentalität. Wir leben von der Leistungsbereitschaft und der Leistungsfähigkeit. Und wir sehen, dass auch in Bayern an den Schulen immer mehr die Kinder indoktriniert werden in einem politisch linksgrünen Sinne. Und ja, dass immer mehr den Leistungsgedanken, die ja noch vor Jahrzehnten geherrscht hat, dort ersetzt. Das muss dringendst angegangen werden. Und ja, natürlich muss auch dafür gesorgt werden, dass diese ganze Corona-Zeit, das, was alles in Bayern da gemacht worden ist, diese ganzen Sonderwege und sowas, dass das aufgearbeitet wird. Da hat übrigens auch der Herr Aiwanger eine entsprechende Rolle. Der hat diese ganzen Sachen immer abgenickt. Insofern sehe ich das momentan mit großem Bedenken, dass da jetzt plötzlich die Popularität der Freien Wähler deutlich am Ansteigen ist. Weil wer sich die letzten Jahre angeschaut hat, der hat gesehen, dass die Freien Wähler bei diesen ganzen Einschränkungen der Freiheit genauso mitgemacht haben wie die CSU von Söder. Du, hör mir bloß mit den freien Willen auf. Ich habe heute Morgen in meinem Morgenmagazin habe ich den Wahl-o-mat gemacht aus Bayern. Und dann haben wir uns nachher, und das war auch ganz, ganz wichtig, haben wir uns auch die angeschaut, wie die einzelnen Parteien abgestimmt, also wie die einzelnen Parteien zu den einzelnen Punkten stehen. Und die freien Willen sind ja durch und durch links. Ja. Also Ja, sind Sie tatsächlich, deswegen das passen habe Sie ich auch nicht so gut zur gewusst. CSU. Bitte? Deswegen passen Sie auch so gut zur CSU. Ja, aber so also ich habe gedacht, und das ist auch das, was so kolportiert wird in den Medien, die wären so eine Art AfD-Light. Nee, sind Sie nicht. Sind Sie nicht. Also Null. Sie haben tatsächlich auch diese Ansätze, das hat man ja auch in der Corona-Zeit gesehen, was die AfD von den anderen Parteien unterscheidet, ist einfach der freiheitliche Ansatz. Die anderen Ja. Parteien sehen allesamt, und die CSU ist da ein ganz, ganz großer Vorreiter dabei, sehen allesamt die Aufgabe des Staates darin, die Bürger im Sinne der Politiker zu erziehen. Und die AfD ist die einzige Partei, die sagt, nee, nee, wir wollen nicht so kollektivistisch, dass die Politiker den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben, sondern wir wollen, dass der Mensch individuell möglichst gutes Leben hat und wollen ihm dafür die besten Voraussetzungen geben in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass er sich selbst frei entfalten kann. Also genau der andere Ansatz und bei Themen wie Zensur, Meinungsfreiheit, bei Themen, wie gesagt, in Corona, wie kann man die Freiheit der Menschen alles so einschränken? Da war Bayern immer ganz vorne mit dabei, die CSU immer ganz vorne mit dabei, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben und wie sie sich zu verhalten haben. Und ich halte das für einen sehr, sehr fatalen Weg, weil er wegführt von einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft hin zu einer autokratisch-sozialistischen Gesellschaft, die wir definitiv alle nicht haben wollen, weil gerade auch in Bayern sind die Menschen durchaus gewohnt, dass es einen gewissen Wohlstand gibt, dass man entsprechende Einkommen und so weiter hat. Und wir sehen, dass diese linke Politik immer mehr auch die Unternehmen in Bayern in den Ruin gebracht hat, beziehungsweise in den Ruin bringt, und die Wirtschaftskraft dort auch deutlich beschädigt wird. Ja, wir hatten ja mal eine freiheitliche Partei lange vor der AfD, nämlich die FDP. Das ist ja auch lange vorbei und wo ich dich gerade mal dran habe. Wir haben ja damals alle gejubelt, als das Gesetz verschoben, also die Abstimmung über das Heizungsgesetz verschoben wurde. Im Endeffekt hat das ja gar nichts gebracht, weil nun ist es ja durch. Wie kommt es, dass ein Wolfgang Kubicki, der ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, der quasi so das
das Feigenblatt der FDP ist, ne, den sie immer vorschieben und sagen, hier, guck mal, hier unser freiheitlicher Mann. Wie kommt es, dass so jemand dann für das Heizungsgesetz stimmt? Er hätte doch einfach dagegen stimmen können oder sich enthalten können, hätte doch nichts geändert. Also aus taktischen Gründen verstehe ich ihn da nicht. Ja, aber er ist genau das, was du ja schon sagst, das ist Feigenblatt. Die sind im Zweifelsfall, sind die immer alle mit dabei. Das ist genauso, wie es dann Boris Palmer bei den Grünen gab, den etliche Leute gefeiert haben und der letztlich auch nur ein Feigenblatt für die Grünen gewesen ist. Oder wie bei den Linken jetzt so mancher Sarah Wagenknecht feiert. Und wenn man sich Wagenknecht mal anschaut und die politischen Vorstellungen, die sie hat, dass sie mit staatlichen Behörden kontrollieren möchte, was Unternehmen produzieren sollen, dass sie die Gewinne von Unternehmen komplett abschöpfen möchte und so weiter. Jeder, der sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, weiß, das führt wieder in so einen sozialistischen Staat, wie es die DDR oder die Sowjetunion gewesen ist, in dem einfach der Wohlstand für die Bürger nicht mehr da ist, weil wenn der Staat den Unternehmen die Gewinne abschöpft, dann gehen die Unternehmen einfach alle ins Ausland und produzieren einfach dort und im Land bleibt keine eigene Wirtschaft übrig, was dann dazu führt, dass die Menschen alle letztlich in Armut enden. Und das verkauft man uns jetzt dann die Sarah Wagenknecht als in Anführungszeichen die große Überzeugungstäterin, nur weil sie in ein paar politischen Positionen, wie bei der Migration zum Beispiel, durchaus mal richtige Aussagen trifft. Also ich wäre da sehr, sehr, sehr vorsichtig dabei, immer einzelne Politiker versuchen hochzujubeln. Im Zweifelsfall sind die alle immer mit dabei. Und im Zweifelsfall ist es wirklich so. Wir heißen nicht umsonst Alternative für Deutschland, weil wir wirklich im Gegensatz zu diesem anderen Einheitsbrei die einzigen sind, die klar auch bereit sind, andere Positionen durchzustehen. Ja. Hat auch der Satiriker Serdar Somuncu neulich auf YouTube gesagt. Er hat wortwörtlich gesagt, die Alternative für Deutschland ist tatsächlich die einzige Alternative. Wählen will er sie trotzdem nicht, der Idiot, aber das muss er dann wissen. Martin, ich wollte jetzt mit dir nochmal in aller Kürze, weil wir haben ja schon viel zu den anderen Parteien gesagt, die Parteien durchgehen. Warum sollten die Wähler in Bayern die CSU nicht wählen? Naja, weil die CSU die Menschen über mehrere Jahre massiv eingeschränkt hat, gegängelt hat, weil die CSU die Familien in Bayern gespalten hat, weil Söder sein Gesicht offenbart hat und deutlich gezeigt hat, dass er im Zweifelsfall auch über Leichen geht, wenn es darum geht, seine persönliche Macht auszubauen und zu festigen. Und warum nicht die Freien Wähler? Weil die Freien Wähler nur der Wurmfortsatz der CSU sind, die bei allem mitmachen. Das ist eine One-Man-Show. Die letztlich alles absegnen, alles abnicken ohne eigene klare politische Positionen in Bayern dastehen. Dementsprechend braucht es tatsächlich die Freien Wähler nicht im Bayerischen Landtag. Ja, eine Frage im Wahl-O-Mat erinnere ich noch, das war, sollen alle ausreisepflichtigen Asylbewerber abgeschoben werden? So, wer hat dafür gestimmt? Die AfD, klar, aber auch die Freien Wähler und die CSU, wo ich mich dann frage, die beiden Parteien regieren doch seit geraumer Zeit. Warum schieben sie die denn nicht ab? Sie könnten es ja. Also sie könnten es, aber sie wollen es nicht. Und das ist genau das Problem, was man bei diesen Parteien hat. Ob das jetzt CSU sind, Freie Wähler, SPD, Grüne, wer auch immer. Die erzählen immer ganz viel und sie handeln aber komplett anders. Und das ist eben der große Unterschied. Und ich kann jedem Wähler auch nur raten, wenn man sich ansehen will, wie die AfD agiert, schaut euch an, wie wir in Sachsen, in Brandenburg beispielsweise in den Landtagen agieren, wo wir entsprechende Untersuchungsausschüsse einsetzen. Schaut euch an, wie der Robert Sesselmann in Sonneberg beispielsweise an der Grenze direkt zu Bayern wie der agiert, wie dort gehandelt wird. Da erlebt man einfach Politiker, die vor den Wahlen auch genau das machen und genau das sagen, was sie nach der Wahl dann auch versuchen einzuhalten. Und das ist der große Unterschied zwischen der AfD und den anderen Parteien. Die erzählen dem Wähler jedes Märchen, was sie können vor den Wahlen. Und deswegen ist und bleibt die wichtigste politische Position, die die AfD hat, dass wir direkte Demokratie auf allen Ebenen einführen wollen und auch die direkte Demokratie in Bayern noch stärken und ausbauen wollen, weil einfach die Bürger mehr Macht und mehr Mitspracherecht brauchen, um zu verhindern, dass die Parteien den Wählern vor der Wahl alles erzählen und danach sich an nichts halten. Könnten Sie es denn wirklich, also kann ein Bundesland das wirklich alles so entscheiden oder anders gefragt, nehmen wir mal an, nächstes Jahr haben wir Wahlen in Ostdeutschland,
nehmen wir mal an, die AfD stellt da die stärkste Partei und damit auch die Regierung. Könnte es dann rein theoretisch so sein, dass, was weiß ich, in Sachsen oder so, alle ausreisepflichtigen Ausländer in ein paar Jahren abgeschoben worden wären? Ja, definitiv. Also ich habe jetzt gestern eine Umfrage gesehen, irgendwie mit 39% AfD in Sachsen, 32% CDU, 6% Linke und alles andere unter 5%, was tatsächlich eine absolute Mehrheit der AfD an der Stelle dann wäre. Und klar, Abschiebung ist Ländersache und dementsprechend wäre es dann Aufgabe dort in Sachsen der Landespolizei, dass man dort entsprechend die Strukturen schafft und sich dann darum kümmert, zu sagen, wir schieben konkret dauerhaft ab. Das Problem, was wir dann natürlich haben, ist, wir schieben konkret dann in Sachsen dauerhaft ab, können aber nicht verhindern, weil das ist wieder Bundespolitik, wir können nicht verhindern, dass diese Leute dann wieder einreisen können. Und deswegen brauchen wir natürlich auch auf Bundesebene den politischen Wandel, damit man die Leute nicht nur abschieben kann, sondern dann auch verhindern kann, dass sie erneut wieder einreisen können. Weil momentan ist es tatsächlich in vielen Bereichen auch eine Sisyphusarbeit, dass die Bundesländer oder diejenigen, die die Bundesländer abgeschoben haben, dann einfach wieder einreisen und wieder da sind. Und wir kennen inzwischen Fälle, von denen die Polizei berichtet, von Leuten, die bis zu einem Dutzend Mal eingereist sind wieder nach Abschiebungen. Da kommt sich natürlich dann der Polizist auch irgendwann verarscht vor. Völlig klar. Wir machen weiter. Warum sollten die Wähler in Bayern nicht die SPD wählen? Also eigentlich braucht man in Bayern über die SPD gar nicht zu reden. Das ist so eine marginale, radikale Partei. Aber ich gebe mal ein Argument, was viele Wähler nicht mitbekommen haben. Die SPD in Bayern hat 2019 auf ihrem Landesparteitag beschlossen, dass sie bis zum Jahr 2030 aus jeglicher Form fossiler Brennstoffe als Energieträger aussteigen möchte. Das heißt, sie wollen aus Holz raus, aus Öl, aus Gas, aus Kohle, in Kraftwerken. Sie wollen keine Schiffe mehr, die mit Öl betrieben werden. Sie wollen keine Flugzeuge mehr, die mit Kerosin betrieben werden. Sie wollen keinen mehr, der mit seinem Kaminofen heizen kann und so weiter und so fort. Das ist die SPD in Bayern. Die sind immer noch ein Stückchen radikaler wie auf Bundesebene. Das sind einfach ist eine Gruppierung von Linksextremisten, die in Bayern zu Recht bei der letzten Wahl auch schon unter 10% gehabt hat. Braucht in Bayern kein Mensch. Und warum nicht die Grünen? Weil die Grünen tatsächlich die Verbotspartei schlechthin sind, wie wir jetzt auch auf Bundesebene sehen, die den Menschen vorschreiben wollen, bis ins Letzte, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu verhalten haben, was sie tun und lassen dürfen. Weil die Grünen massiv auch den Wirtschaftsstandort Bayern schädigen mit ihrer automobilfeindlichen Politik, an dem in Bayern beispielsweise bei BMW, bei MAN viele Arbeitsplätze dranhängen, an denen viel Wohlstand in Bayern dranhängt. Dementsprechend sind die Grünen definitiv für einen Bayern eine sehr, sehr schlechte Wahl. Und die FDP, warum nicht die FDP? Ganz, ganz große Bitte. Bitte wählt alles, aber nicht die FDP. Warum? Ja. Wir brauchen nämlich Druck auf die Ampel in Berlin. Solche Sachen wie das Heizungsgesetz, was die FDP dann mit verabschiedet hat, solche Sachen sollten möglichst wenig in der Zukunft passieren. Und wir haben jetzt noch 2 Jahre die FDP in der Bundesregierung mit drin sitzen. Die sind momentan zusammengeschweißt im Misserfolg. Grüne, SPD und FDP, wenn die jetzt Neuwahlen machen würden, würden alle 3 Parteien verlieren. Also werden sie es nicht machen. Die werden an ihrer Macht festklammern. Aber es müssen die Bürger weiter Druck ausüben. Und wenn wir irgendwo die Ampel zum Scheitern bringen können, dann vielleicht darüber, dass der ein oder andere von der FDP doch vielleicht beim nächsten Mal in den Bundestag kommen möchte. Und das geht nur, indem die Wähler zeigen, im Zweifelsfall wählen wir euch auch aus den Parlamenten raus. Deswegen hoffe ich, dass die FDP in Bayern endlich aus dem Bayerischen Landtag herausfliegt und in Hessen auch. Denn das wäre das richtige Zeichen, damit entsprechender Druck auf die Ampelkoalition entsteht, dass man nicht mehr deutlich bürgerfeindliche Politik weiter betreiben kann. Ja, und zum Abschluss, warum nicht eine der vielen Kleinstparteien, die Basis zum Beispiel, ist eine Partei, die in unserer Bewegung relativ bekannt ist? Kann man ja machen, man bewirkt damit halt nichts. Also wenn man da eine solche kleine Partei wählt, muss man sich bewusst sein, dass man keinerlei Einfluss auf die Politik der kommenden Jahre nehmen kann, weil diese Parteien nicht ins Parlament kommen und die Stimme damit faktisch sozusagen eine verschenkte Stimme ist. Und gerade bei der Basis sehe ich momentan in etlichen Bundesländern, dass viele von der Basis jetzt in Richtung AfD kommen und sagen, wir hätten dieses Projekt niemals aufmachen dürfen. Wir kosten damit effektiv nur euch Stimmen, einer effektiven Opposition kosten wir Stimmen.
Und deswegen würden wir gerne über kurz oder lang zu euch rüber wechseln. Also da ist ein großer Trend von der Basis, von den Leuten von der Basis, von den Funktionären zur AfD zu kommen. Und ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, dass man aufhört, diese ganze Zersplitterung. Die liegt nur im Interesse der Regierenden, denn wenn die Opposition total zersplittert ist, ist sie nicht mehr wirkmächtig, kann nicht mehr viel bewegen und bewirken. Und dann können die Regierenden schalten und walten, wie sie wollen, ohne dass sie entsprechend kontrolliert werden. Völlig richtig. Ich halte die Basis auch für überlebt. Die hat sich gegründet zu Corona-Zeiten und das war auch ihr großes Thema. Ansonsten braucht man sie meines Erachtens nicht. Und ich möchte auch noch eine Warnung aussprechen. Ich bin ja ein großer Tierfreund, ein sehr, sehr großer Tierfreund und ich möchte warnen vor der Tierschutzpartei. Warum? Ich habe jetzt zwei Wahl-o-mats gemacht, einmal Hessen, einmal Bayern und habe mir, wie gesagt, auch angeschaut, was die einzelnen wie die einzelnen Parteien zu den einzelnen Punkten stehen. Und die Tierschutzpartei, die ist bei mir auch ganz, ganz unten, mit den wenigsten Prozentpunkten fast, hat sich als eine linksradikale Partei herausgestellt. Das habe ich auch nicht gewusst, du? Nee, war mir auch nicht bekannt. Ja, doch, doch. Also wirklich immer stramm links haben die da ja, abgestimmt sozusagen. Gut, dann zum Schluss die vielleicht wichtigste Frage. Warum sollten die Wähler in Bayern die AfD wählen? Nenn mir doch mal bitte die drei schlagkräftigsten Argumente dafür. Das schlagkräftigste Argument ist, dass die AfD für ein freies, selbstbestimmtes Leben steht, dass die Menschen sich möglichst frei entfalten wollen, dass die AfD keine Partei ist, die versucht, den Bürgern groß Ängste zu schüren vor Hitze, vor Corona, vor Klimawandel, vor was weiß ich was, sondern dass sie sagt, wir möchten eine vernünftige Politik haben, so wie sie in den meisten Ländern der Welt völlig normal ist und als völliger Standard angesehen wird. Und dementsprechend an der Stelle ist schon mal die AfD eine deutliche Unterscheidung von den anderen Parteien und eine gute Wahl. Zum anderen will die AfD Bayern auch zukunftsfest machen mit einer vernünftigen Bildungspolitik, die tatsächlich auch wieder auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler eingeht, die sagt, wenn Leute leistungsfähig sind, dann wollen wir die möglichst stark fördern und möchten, dass die Kinder dann entsprechend auch Unterstützung erhalten. Und wir schauen eben als Partei nicht immer nur auf die Schwächsten in der Gesellschaft, sondern wir schauen auch, wie wir die Starken und die Stärksten in der Gesellschaft voranbringen und fördern können. Das unterscheidet uns von den anderen Parteien, die den gesamten Unterricht versuchen, an den Schwächsten auszurichten. Da Und gibt es noch natürlich. was. Da gibt es noch was in Sachen Bildung. Das ging auch hervor aus dem Wahl-o-mat, aus den Fragen. Nämlich die AfD ist auch dafür, dass die Eltern sich selbst dafür entscheiden können, wo ihr Kind zur Schule geht. Du hast ja, ich meine, ich kenne mich jetzt in Bayern nicht so aus, aber da wird es auch solche Ecken geben, wie zum Beispiel in Berlin. Und du hast ja die Arschkarte gezogen, wenn du jetzt als deutsche Mutter, deutscher Vater, hast ein Kind in Berlin-Neukölln und bist dann gezwungen, dein Kind da mit 90% Migranten auf eine Schule zu stecken. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem und dementsprechend sollten die Eltern da die Wahlfreiheit haben. Die Rechte der Eltern gehören auch gestärkt. Die AfD ist ja auch die Partei, die für die Familie einsteht, für den Zusammenhalt in der Familie, gegen Spaltungen der Familie, sondern für Stärkung der Familie. In vielen Bereichen, wir wollen ja beispielsweise auch pflegende Angehörige deutlich stärker unterstützen, weil wir sagen, diese Menschen haben eine riesengroße Vorbildfunktion, weil wenn die Eltern beispielsweise die Großeltern pflegen und die Kinder bekommen das mit, dann ist das natürlich auch eine große Vorbildfunktion, die für die Kinder wieder dann auch weitergegeben wird von Generation zu Generation und was den Familienzusammenhalt auch stärkt. Und dementsprechend gehört viel mehr Entscheidungsfreiheit, Entscheidungskompetenz auch in die Hände der Familie und der Staat sollte sich deutlich zurückziehen. Deswegen sage ich ja, das ist der freiheitliche Ansatz. Wir wollen, dass die Eltern entscheiden, wo die Kinder zur Schule gehen wollen und die anderen sagen, nee, nee, wir wollen, dass der Staat das entscheidet. Das ist in vielen Bereichen so, dass der Unterschied zwischen AfD und den anderen Parteien ist, dass die AfD sagt, die Menschen sollen es entscheiden und die anderen Parteien sagen, der Staat soll es entscheiden. Und wenn ihr als Bürger tatsächlich euch selbst die Stimme geben wollt und euch selbst eure Entscheidungsfreiheit unterstützen wollt, dann bleibt nur eine Wahl, nämlich die AfD. Ja, bei diesem Fliegegedöns, da bin ich immer so zerrissen, weil ich bin ja ein richtiger Kommunistenfresser. Also von mir aus brauche ich das überhaupt keinen Sozialstaat zu geben und so weiter. Ich will also die totale Freiheit haben, weil höhere Bezahlung für Angehörige von Menschen, die gepflegt werden müssen, zahlt dann ja, müssen dann ja auch, müsste ja auch dann wieder die Gemeinschaft zahlen, also der Steuerzahler. Es Andererseits kommt den verstehe ich. Steuerzahler aber um ein Vielfaches günstiger, als wenn er irgendwo professionelle Pflegekräfte
engagieren muss, wenn er Menschen in einem Pflegeheim finanzieren muss und so weiter. Also es ist auch für den Staat deutlich attraktiver, wenn die Menschen einander pflegen. Und es ist natürlich auch eine viel bessere Pflege, muss man natürlich auch dazu sagen, weil die Angehörigen haben eine persönliche Beziehung dazu. Und in einem Pflegeheim beispielsweise ist das halt nur ein Patient von vielen. Und da ist auch diese persönliche Bindung nicht da, die man zu den Angehörigen hat. Also wenn die Kinder beispielsweise das sind, mit denen man dann 40 Jahre, 50 Jahre gemeinsam des Lebens durchschritten hat, da ist eine ganz andere Bindung natürlich dann zu pflegebedürftigen Eltern beispielsweise da, wie wenn der Vater dann irgendwo in ein Pflegeheim kommt zu ganz fremden Menschen. Hast gewonnen bei dem Punkt, aber du verstehst vielleicht auch meinen Punkt ein bisschen. Ich verstehe natürlich, dass wir, also für mich leben wir bereits im Sozialismus, und dann kann es ja auch ruhig so sein, dass viel vom Sozialismus bei den Menschen ankommt, weil, wenn ich das auch mit Spanien vergleiche, habe ich schon so oft gesagt, hier kostet die Krankenversicherung 50 Euro und solche Geschichten. Also hier kommt vom Sozialismus bei den Menschen viel weniger an. Das ist natürlich für den Menschen von Vorteil. Ich frage mich, wo das Geld in Deutschland, die vielen Steuergelder in Deutschland bleiben, hat aber auch den Nachteil, dass das dann ja wieder den Sozialismus ein bisschen beliebt macht. Ne? Deswegen finde ich es im Prinzip für die Sache, wenn man weiterdenkt, gar nicht so schlecht, wenn vom Sozialismus wenig ankommt bei den Menschen. Denn das zentrale Ziel der AfD ist ja tatsächlich auch, dass die Menschen nicht vom Staat abhängig gemacht werden, wie es die anderen Parteien haben wollen, sondern dass die Menschen in der Lage sind, selbst für Krisenzeiten auch mal ein paar Groschen zur Seite zu legen und ja auch in der Lage sind, sich wieder selbst beispielsweise Wohneigentum anzueignen und so weiter und so fort, während die anderen Parteien das ja immer weiter verunmöglichen. Ja, das Heizungsgesetz war ja ein weiterer Schritt auch in die Richtung dessen, den Menschen immer mehr Wohneigentum zu verunmöglichen, weil sie sich die Pflicht nicht mehr leisten können. Und dementsprechend gehört natürlich da, ist der Weg, den du beschreibst, schon durchaus der richtige. Aber ich muss natürlich auch in der aktuellen Situation versuchen, entsprechende Anreize zu schaffen. Und man darf an der Stelle auch eins nicht vergessen. Die Menschen, die dort ihre Angehörigen pflegen, sind ja häufig auch Leute, die irgendwo aus dem Berufsleben mittendrin kommen. Ja? Also wenn der Ingenieur bei BMW jetzt plötzlich seinen Vater pflegt beispielsweise und dementsprechend keinen Vollzeitjob mehr ausüben kann, sondern nur noch auf eine Teilzeitgeschichte geht oder sowas, dann steht er natürlich auch selber schlecht da. Und ich bin schon der Auffassung, dass wir als Staat durchaus staatsförderndes Verhalten oder positives Verhalten, das von dem die gesamte Gesellschaft profitiert, durchaus auch entsprechend honorieren sollten. Deswegen stehen wir als AfD beispielsweise auch zum Thema der Ehe und dem, dass diese traditionelle Vater-Mutter-Kind-Ehe entsprechend durchaus auch gestärkt gehört. Und dass es eben was anderes ist, wie das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe, weil einfach für Kinder es immer besser ist, wenn sie eine männliche und eine weibliche Bezugsperson haben, wie wenn sie zwei weibliche oder zwei männliche Bezugspersonen haben, weil sie einfach dort die verschiedenen Rollenmodelle viel besser kennenlernen können, die ihnen dann später im Leben auch begegnen. Okay, fehlt noch ein Punkt. Ich glaube, Migration hast du noch nicht erwähnt, ne? Oh, was bin ich denn für ein komischer AfD-Politiker, dass ich noch nicht über Migration gesprochen habe? Reden wir über Migration, aber reden wir bitte über beide Seiten der Migration, nämlich über die Auswanderung, die gestoppt werden muss. Wir haben Hunderttausende jedes Jahr, die Deutschland verlassen, weil einfach die Steuern, Abgaben, die Bürokratie viel zu weit fortgeschritten sind. Der Sozialismus, wie du es bezeichnest. Weil das viel zu weit fortgeschritten ist und es dementsprechend für wirklich Leistungsträger nicht mehr attraktiv ist, sich in Bayern oder in Deutschland eine Zukunft aufzubauen, weil die in anderen Ländern viel leichter und viel schneller zu einem entsprechenden Wohlstand kommen können. Daran müssen wir arbeiten und da muss etliches in der Politik getan werden, um diese massive Steuer- und Abgabenlast, aber auch die Bürokratie zurückzufahren. Und wir müssen auf der anderen Seite beim Thema Migration auch über das Thema der Zuwanderung natürlich reden, dass es nicht mehr sein kann in Zukunft, dass jeder hier nach Deutschland kommen kann, dass wir in Deutschland einen Sozialstaat haben, mit dem wir die Menschen massiv nach Deutschland locken. Wenn ich mir anschaue, was hat man in den letzten Jahren gemacht,
Viele Ukrainer, die vorher in Polen gearbeitet haben, haben ihre Arbeit in Polen liegen lassen und sind nach Deutschland gekommen. Warum? Weil sie in Deutschland von den Sozialleistungen mehr Geld bekommen haben wie in Polen, wenn sie gearbeitet haben. Und das sind einfach völlig falsche Anreizsetzungen. Deswegen, wir müssen dahin kommen, dass wir dann dort umstellen von Geldleistungen auf Sachleistungen, dass Leute, die nach Deutschland kommen, tatsächlich nur Sachleistungen bekommen, dass konsequent abgeschoben wird, um ein klares, deutliches Zeichen aufzusetzen, zu sagen, wer wirklich politisch verfolgt ist, der kann in diesem Land auch Schutz finden. Aber wer eben nicht politisch verfolgt ist und vielleicht sogar ein Verfolger ist, der muss einfach dieses Land wieder verlassen. Da müssen wir klare, deutliche Zeichen setzen, die überall in der Welt übrigens auch normal sind. Also da muss sich auch keiner schämen, das entsprechend so zu bezeichnen. Das ist weder rechts noch nationalistisch, es ist einfach nur vernünftig und wird in nahezu jedem Land der Welt so gehandhabt. Martin, das war großartig. Ich danke dir. Ich habe jetzt noch eine bundespolitische Frage. Es geht um die Wagenknecht-Partei, die gegründet werden soll. Da mache ich mir große Sorgen, aber vielleicht sind die Sorgen auch unbegründet. Wir haben bislang zwei Aussagen. Wir haben einmal eine Umfrage, ich glaube aus dem Juli, aus Thüringen, wo es hieß, dass die Wagenknecht-Partei in Thüringen der AfD 10% wegnehmen könnte. Und dann haben wir gestern gehört von dem Forsa-Chef, der ja keinen Grund dazu hat, der AfD irgendwas Gutes tun zu wollen. Der hat Noch nie. sozusagen eine Entwarnung gegeben und hat gesagt, also maximal, wenn überhaupt, gehen da bundesweit 3% von dieser neuen Wagenknecht-Partei von der AfD ab. Wie groß siehst du die Gefahr? Ich sehe, dass diese Wagenknecht-Partei vor allem im linken Spektrum wildern wird. Das ist eine, meines Erachtens, wenn eine Erneuerung der Linkspartei. Nichts anderes, wenn wir uns die politischen Positionen anschauen, wie gesagt, mit staatlichen Behörden den Unternehmen vorschreiben, was sie zu produzieren haben und in welchen Mengen sie zu produzieren haben, die ganzen Gewinne der Unternehmen abschöpfen und so weiter und so fort. Das sind alles urlinke Positionen. Das hat mit der freiheitlichen Politik nichts zu tun. Letztlich ist die Wagenknecht-Partei, so wie sich das jetzt momentan darstellt, wird das auch eine Partei sein, wo man, und das ist wieder, wie gesagt, der große Unterschied zwischen der AfD und den anderen Parteien, wo man wieder versucht, mit dem Staat den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben, wie sie sich zu verhalten haben. Ich Und muss sagen, die AfD Entschuldigung. hingegen ist eine freiheitliche Partei. Und die Anhänger, die wir haben, sind in der Regel auch tatsächlich freiheitlich denkend. Und ich glaube nicht, dass es da besonders große Schnittmengen gibt. Ich denke, dass die Wähler, wenn es dort Wählerwanderungen gibt, dass die vor allem von der Linken bisher kommen werden, dass die von der SPD, von den Grünen kommen werden, also aus dem klassisch linken Spektrum und wenig von der AfD. Was ja gut wäre, weil immerhin ist es eine Partei, die migrationskritisch ist. Da ist sie schon mal dann bei einem wichtigen Punkt eher auf unserer Seite, Wobei nicht wir auf da auch der. wieder gucken müssen. Also Ja. man muss dann wieder gucken, was machen die dann tatsächlich, wenn sie in der entsprechenden Verantwortung sind. Und da glaube ich ehrlich gesagt, eine Wagenknecht traue ich da noch nicht so ganz über den Weg, weil die einfach auch aus diesem ultralinken Spektrum kommt und im Zweifelsfall meines Erachtens wahrscheinlich auch lieber die Regenbogenfahne schwimmt und den Teddybär verteilt, als dass sie da Ja, tatsächlich dann für eine ja. konsequente Abschiebung sorgt. Wenn du die Wahl hättest, stell dir vor, du wärst irgendwie Spitzenkandidat der AfD in einem ostdeutschen Land und da würde es die Möglichkeit geben für zwei Koalitionen, AfD natürlich als stärkste Partei, lieber mit der CDU oder lieber mit der Wagenknecht-Partei? Gute Frage, schwierige Frage, kommt auf das drauf an. In den Koalitionsverhandlungen, da müsste man dann knallhart pokern und müsste sagen, wer beispielsweise mit uns möglichst viel direkte Demokratie durchsetzen will, wer für Volksentscheide ist, wer möglichst viel von unseren politischen elementaren Positionen durchsetzen will, mit dem machen wir es dann. Da sind wir sehr ideologiegetrieben, da geht es nicht darum, mit wem man da irgendwo was macht, sondern wie man möglichst viel von dem umsetzt, was man den Wählern vorher versprochen hat. Martin, ich danke dir fürs Gespräch. Komm bald mal wieder. Jo, gerne, Oliver, ne? Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.